Zack. Kommt die raus. Oh, Akku leer. Ubi, ubi, ubi. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh Mann, es ist so schön, wenn ein Plan funktioniert. Düsel. Wo sind meine Düsel? Weil ich ein Profi bin. Ja, ja, ja. Ah, jetzt habe ich mich in den Leimpinsel reingelehnt. Nein. Ach, ekelhaft. Wieder ein Handwerker vor dem Verdurstungstod gerettet. Hallo und herzlich willkommen zu Tabs Workbench. Heute will ich euch zeigen, wie ich für die Grey Element Herausforderung diesen wunderschönen Beistelltisch aus Multiplex gebaut habe. Und zum Schluss zeige ich euch auch, wo der seine geheime Schublade oder den geheimen Schubladenverschluss hat. Und das gibt's nach dem Intro. Ja Leute, ein paar von euch haben es vielleicht mitbekommen, ich habe ja den Frank von Grey Element herausgefordert für ein Baubattle und der Frank hat gesagt, ja, er ist bereit, er macht mit und er hat gemeint, wir sollen einen Beistelltisch bauen. Ich baue meinen Beistelltisch aus dem Material, mit dem ich mich am besten auskenne, Multiplex. Wird ein Designer-Beistelltisch, hoffe ich, wenn es was wird. Und ich würde mal sagen, ich fange jetzt mal an mit dem Zuschnitt. So, ich habe jetzt hier meine Holzstückchen zurechtgeschnitten, habe mir die schon mal ein bisschen so hingelegt. Das werden die Tischbeine. Ich habe mir hier so ein kleines Jig gebaut aus Reststücken. Das ist jetzt, damit ich das schöner hier einsparen kann. Die werden jetzt alle aneinander verleimt. Das heißt, wir müssen jetzt hier richtig viel Holzleim ordentlich auftragen. Das machen wir dreimal, weil wir geplant habe ich jetzt, dass ich drei Tischbeine baue. Da können wir wieder unseren Pinsel nehmen und das ein bisschen verstreichen. Wichtig ist halt hier, dass wirklich überall Holzleim dran ist, dass die dann auch später ordentlich halten. Können wir sie alle aufstellen normalerweise. Zack, zack, zack. Und können die gleich in unser Jiggity hier reingeben. Und das können wir dann eben danach zusammenspannen. Und jetzt können wir das aushärten lassen. Das Ganze müssen wir natürlich dreimal bauen. Aber ich habe nur einen so einen blöden Jig. Wie mache ich das jetzt? Ist ja doof. Passt schon. Dann klebt mir das auch nicht so an. Dann lassen wir das jetzt mal aushärten. Jetzt wollen wir die Tischplatte bauen. Ich habe mir jetzt hier ein Stück Spanpressplatte, Holz, Dingsbums, keine Ahnung, Pressspanplatte oder was. So ein Stück Holz. Und habe mir da einen Kreis drauf gemalt. Den habe ich mir mit einem großen Zirkel gemalt. Ungefähr 34 cm Außendurchmesser, glaube ich. Und dann habe ich noch einen reingemalt mit 33. Habe mir ein paar Markierungen gemacht. Ihr seht aber gleich, für was wir das brauchen. Jetzt müssen wir den Kreis wunderschön ausschneiden. Und das wird jetzt ein bisschen tricky. Auf jeden Fall bauen wir uns jetzt da ein paar kleine Schablönchen, die wir dann brauchen. Jetzt haben wir hier mit dem Kreisschneider schon so einen Kreis ausgeschnitten. Das ist aber, was heißt mit dem Kreisschneider, mit meinem super Kreisschneider-Jig. Gibt es auch ein extra Video dazu, wie ich das gebaut habe. Das ist aber nur eine Schablone. Das heißt, genau in dieser Größe müssen wir uns jetzt zwei Kreise aus Multiplex ausschneiden. We'll be right back.
So, jetzt haben wir zwei identische Kreise, die aus Multiplex, brauchen wir dann. Und jetzt habe ich mir hier ja schon einiges markiert an meiner Schablone. Und da schneiden wir jetzt außenrum einen Ring ab und den zerteilen wir in drei Teile. Ich schneide das jetzt mal ab, richte die zwei Ringe her und dann zeige ich es euch nochmal grob, dass ihr wisst, um was es geht. Ich habe jetzt hier außen diese Teilchen abgeschnitten und zurechtgeschliffen. Das sind jetzt quasi wieder Schablonen, weil unsere Tischplatte soll so ein bisschen höher werden, weil wir dann einfach reinbauen. Weil ich jetzt nicht ganz viele solche Kreise ausschneiden mag. Erstens mal geht es dann mit dem Geheimfach nicht und zweitens mal wäre das extrem viel Materialverschwendung. Machen wir uns hier solche Teilchen und da schneiden wir uns jetzt jeweils, ich glaube, jeweils 8 Stück brauche ich, glaube ich, dass ich auf meine Höhe komme. Da schauen wir mal. Das zeichnen wir uns jetzt auf Multiplex und dann schneiden wir die alle aus und dann gucken wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, mein Band ist nur runtergesprungen und nicht gerissen, weil sonst habe ich ein Problem. Nein! Warum? Warum tust du mir das an? Bitte sei nicht gerissen. Ich brauche dich doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte nicht, bitte nicht. Oh nein. Nein! Oh, Scheiße! Oh, mein Band ist gerissen! Oh. Fuck! Jetzt muss ich das alles mit der Stichsäge ausschneiden. Oh, fuck! Ob das gerade wird? Oh, Scheiße! Oh Gott, nein, 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 warum, warum, warum? Ah. Ja, oh Gott. Ah. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich muss gleich mal schauen, ob ich eins bestellen kann. Obwohl, ja, ich muss ja weitermachen. Oh. Leute, scheiße, das ist jetzt ganz schlecht, wenn ich das jetzt alles mit der Stichsäge ausschneiden muss, ist die Wahrscheinlichkeit halt viel, viel größer, dass das krumm wird, dass das nichts wird. Oh Gott, ja, es hilft jetzt nichts. Also ich war jetzt im Baumarkt, ich habe ja zum Glück einen Gewerbeschein und darf im Baumarkt gehen, das ist echt gut. Ich mache jetzt weiter, okay? Ich will jetzt gar nicht mehr dazu sagen, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich ein neues Sägeblatt. Und mach jetzt mal weiter. Super. So Leute, das wird jetzt meine Tischplatte hier. Ganz schön dick, aber muss ja ein Geheimfach rein. Ich habe erst hier die Schablonen aufgeklebt und habe das gefräst. Das ging aber nicht so schön. Jetzt habe ich es doch so gemacht, dass ich die einfach alle mit einem Schleifapparat nachgeschliffen habe. Hätte ich das gewusst, dass ich das so machen werde, hätte ich von vornherein schon versucht, genauer auszuschneiden. Also wenn ihr von vornherein mit der Säge genauer ausschneidet, müsst ihr natürlich danach nicht so viel schleifen. Ich werde jetzt immer diese Teile hier, das sind ja 3 Stück, sollen es werden, aneinander leimen, dass wir hier dann 3 so Teile haben. Und dann werden wir es nochmal im Ganzen verschleifen und das wird später auch nochmal bündig gefräst, dass das alles genau zusammenpasst. Wir machen hier nicht zu viel Leim drauf. Erstens mal quillt uns da nicht alles raus. Und zweitens mal verrutscht uns das auch nicht so stark.
Also wirklich nur einen Film leimen und versuchen, die Endkanten sollten bündig sein. Das machen wir jetzt einfach mit allen. Das wird jetzt verleimt und dann sehen wir uns danach wieder. Während uns jetzt bei den anderen Teilen der Leim anbindet, schneiden wir uns hier noch ein paar so dünne Leistchen ab. Das ist für die Schubladen. Die werden wir dann wieder aufeinander kleben für das, dass alles dann zum Schluss diese Maserung hat. Das machen wir jetzt uns hier mit unserer Monstersäge. So, inzwischen ist einiges passiert. Ihr habt ja mit ein bisschen mitgeguckt. Ich habe die ganzen Teile hier fertig verschliffen, dass das alles schön glatt ist. Habe die runden Teile verschliffen. Die habe ich jetzt hier mit dem Klebeband außen zusammengeklebt, dass das der Kreis schon ist. Der passt auch hier auf die Platte. Dann habt ihr gesehen, habe ich die Tischbeine durch einen dicken Hobel gejagt. Ich habe mir da schon fast gedacht, dass mir die ausreißen. Es hat besser geklappt, als ich dachte, aber zum Schluss sind sie ordentlich ausgerissen. Da hat es mir ganz schön die Spalten weggerissen. Deswegen habe ich jetzt hier einfach zum Schluss mit der Gab- und Gärungssäge hier die gekürzt, dass sie wieder alle gleich lang sind. Dann habe ich mir hier aus einem bisschen dünneren Multiplex, ich habe jetzt hier einen 12er, eine Schublade, ein Stück Schublade ausgeschnitten. Das habe ich jetzt genau so zurechtgeschnitten, dass das hier reinpasst. Es wird quasi der Boden der Schublade, hier so, ja. Und jetzt passe ich mir hier für die Schublade alle Teile ein. Jetzt kann ich quasi hier das einfach so drauflegen und mir das hier markieren. Das können wir dann quasi abschneiden. Schneiden wir die mal zurecht, dann fügen wir mal die Schublade soweit zusammen und dann sehen wir uns hier nochmal. Ach ja, was ich ganz vergessen habe. Nicht verdursten in der Werkstatt. Der häufigste Tod in der Werkstatt ist der Verdurstungstod, deswegen hauen wir unser Heu hinter, zumindest zwei, drei Schluck. Ah. Wieder ein Handwerker vorm Verdurstungstod gerettet. Bestellt mit meinem Gutscheincode Bierfluencer beim Lanz oder Braus und ihr bekommt super geiles Radler oder auch Bier versandkostenfrei. So, jetzt werde ich die ganze Gaudi mal ein bisschen verleimen. Hier auch wieder wichtig, nicht zu viel Leim. Ich mache das jetzt mit Ponal Express. Wenig Leim, dass uns nicht alles verrutscht. So, dass es halt gerade so alles benetzt ist. Das wird ja später, wenn das auf den, also der Ring wird später noch ein bisschen stabiler, wenn der quasi dann auf den, also zwischen Deckel und Boden geklebt wird, genau. Und jetzt verleimen wir die Schublade. Ja. Heieiei. Jetzt habe ich mich in den Leimpinsel reingelehnt. Ach, ekelhaft. Also ich schleife jetzt hier nochmal kurz hin, mache den Deckel vorne dran, verlärme die Schublade und dann sehen wir uns wieder. Und das ist jetzt Chaos. So, hier ist jetzt meine Schablone, die habe ich jetzt aufgezeichnet. Die müssen wir jetzt schnell ausschneiden, das machen wir mal kurz. Gut, so schaut's aus. Das ist unser Tischbein. Das müssen wir jetzt quasi hier übertragen und ausschneiden. Wunderschön.
So, die Tischbeine sind jetzt soweit fertig fürs Erste. Sehen ganz schick aus. Und hier habe ich die Schublade soweit verleimt. Ich habe mir noch zwei so Seitenführungsschienen eingepasst. Die leimen wir jetzt hier rein. Genauso leimen wir auch den Ring jetzt unten an. Das lassen wir jetzt alles so zusammen in einem Ganzen. Leimen das drauf, zwingen das drauf, dass das trocknen kann, damit man das dann später alles zusammen verschleifen kann. Wir nehmen jetzt auch wieder den Expressleim. Wichtig ist natürlich, wir versuchen jetzt nicht die Schublade mit anzukleben. Müssen wir jetzt gucken, wenn wir das alles verzwingt haben, ob wir die Schublade dann vielleicht direkt rausziehen. Theoretisch, praktisch, hoffentlich, müsste jetzt alles soweit fest sein. Und ich müsste die Schublade alleine... Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ist jetzt hier irgendwo Leim an der Schublade? Nicht wirklich. Dann lassen wir die mal drin, dass nichts verrutscht. Gut, das lassen wir jetzt wieder aushärten und überlegen mal, wo wir weitermachen können. Eventuell können wir die Beine schon ein bisschen verschleifen. Ja, ich verschleife jetzt einfach die Beine ein bisschen. Da gibt es jetzt nichts Besonderes. Und dann, dabei lassen wir das ein bisschen aushärten. Jetzt kommt der tricky Part und der Zusammenbau. Ich habe alle Beine abgeschliffen. Ein Bein habe ich hier vorne. Seht ihr den Unterschied? Das ist so spitz und das nicht. Das habe ich hier gerade abgeschnitten mit Bandsäge, dass der Schnitt möglichst schmal ist, ohne viel Abtrag. Und habe hier vorne eine T-Nut reingefräst. Dann habe ich an die Spitze, das klebt jetzt hier gerade mit einem doppelseitigen Klebeband, an die Spitze des Beinchens habe ich hier ein Gewinde reingeschnitten, eine Schraube rein. Das ist jetzt quasi hier so wie so eine Führung. So. Und jetzt kommt der geheime Verschluss unserer Schublade. Ich weiß nicht, ich glaube, viel erklären bringt jetzt nicht viel. Ich muss einfach wahrscheinlich einfach tun. Ihr müsst ein bisschen gucken, was ich tue. Erstmal die Schublade raus, die brauchen wir jetzt nicht. Hier drin habe ich ein paar Markierungen. Da sieht man jetzt quasi die Mittellinie. Genau auf der Mittellinie ist auch das Beinchen drauf und so weiter. Einen achten Dübel will ich da reinmachen. Was haben wir denn für einen Dübel? Düsel. Wo sind meine Düsel? Dann machen wir hier so eine Stange rein. Das ist, glaube ich, ein Zehner. Also ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, wie ich es genau mache eigentlich. Aber wir nehmen jetzt mal ein ganz kleines Bohrerchen und bohren jetzt erstmal vor auf der Markierung, möglichst gerade. Hier hinten brauchen wir auch fast noch zwei Markierungsbohrungen. Ihr seht jetzt, da haben wir uns jetzt quasi einfach Markierungen reingebohrt. Jetzt bohren wir quasi bei dieser Markierung genau einen Zehner rein, da wird ein Dübel reingesetzt. Und bei dieser Markierung bohren wir aber einen Zehner halber, weil da soll der Dübel locker durchgehen. Wichtig ist hier, auf keinen Fall durchbohren, weil wir nicht wollen, dass das unten rausschaut. Dann Zehner halb. Ja, wisst ihr was, machen wir gleich. Elfer, ja. Ich habe jetzt hier die Schublade wieder reingeschoben. Und jetzt müssen wir hier das Elferloch in die Schublade unten reinbohren, aber nach Möglichkeit auch nicht durch, sondern nur ein Stückchen rein. Haben wir es markiert. Ha, ich habe es genau geschafft, dass hier drin gerade noch so die Spitze ein bisschen rausschaut. Weil ich ein Profi bin. Ja, ja, ja. Ich habe mir hier so Luftsprühdosen gekauft. Da ist nur Druckluft drin, wenn man keinen Kompressor hat. Damit puste ich immer meine Linse sauber. Gut, ich habe jetzt gebohrt. Also hier haben wir genau ein Zehnerloch. Da machen wir jetzt einen Düsel rein. Den habe ich jetzt zurechtgeschnitten. Der ist jetzt genauso lang, dass er von hier drin bis hier komplett an der Schublade ansteht. Ich habe den Düsel auf einer Seite so ein bisschen schräg abgeschrägt. Da müssen wir gucken, ob wir später noch nachschleifen müssen. Und das wird jetzt hier reingedrückt. Aber natürlich machen wir da ein bisschen Holzleim rein. So, also mit der Schräge nach vorne. Hätte ich vielleicht danach abschrägen sollen. Ja. Das passt jetzt hier rein. Hier haben wir die T-Nut und hier haben wir eine kleine Schraube reingemacht mit dem Gewinde. Die T-Nut verhindert jetzt, dass wir das Teil ganz rausziehen können. Das macht quasi, dass wir nur ein Stückchen rausziehen können. So, da unten kommt noch ein Magnet rein, damit sich der wieder von selber hochzieht, also anmagnetisiert wird. Jetzt schaut, jetzt kommt hier der Düsel raus. Das heißt, wir können jetzt die Schublade, wenn das hier dran ist, nicht öffnen. Und wenn wir es rausziehen, zack, können wir die Schublade öffnen. Das ist der erste Clou vom Mechanismus. Ich mache mir unten nochmal Magneten rein, damit sich das quasi von alleine oben hält. Und dann kommt noch ein Trick.
den seht ihr dann. Richtig geil, es klappt. Ja, ja, ich bin der beste Bastler aus Bastelhausen. Oh Mann, es ist so schön, wenn ein Plan funktioniert. Das mit dem Magnet machen wir jetzt wieder genauso. Wir bohren jetzt hier wieder kleine, schmale Löchelein durch zum Vormarkieren. Und dann bohren wir von beiden Seiten kurz mit einem großen Loch rein, dass der Magnet genau reinpasst. Oh, Akku leer. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. So, ich habe jetzt hier unten zwei kleine Magneten reingemacht. Genauso auch hier unten, dass sich die quasi immer wieder selber anziehen. Ja, dass sich der Pinöpel hochzieht. Jetzt habe ich mir grob hier zwei so Holzteilchen zurechtgeschnitten. Die passen genau hinter die Schublade hier rein. Jetzt legen wir hier unten ein kleines Meterstabstückchen zwischen. Dann muss das hier draufgelegt werden. Perfekt. Das wird dann hier in der Schublade ein bisschen verschraubt. Damit das jetzt hier einigermaßen hält, machen wir hier an die Kanten einfach ein bisschen Sekundenkleber hin, dass das sofort hier dran hält, dass ich das quasi platzieren kann. Oh, das war viel. Gut, bisschen Aktivatorspray. Bitte halt. Ja, es hält soweit. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt ist das da hinten soweit eingeklebt. Das verschrauben wir jetzt noch grob. Wichtig ist natürlich jetzt, dass die Schrauben nicht nach draußen rausschauen. Die sind jetzt hier hinten drin. Sehr schön. Und jetzt können wir hier hinten, habe ich große Magneten. Wo sind meine großen Magneten? Große Magneten. Und die machen wir hinten rein. Aber gegenpolig. Das heißt so, dass ich die... Oh, nicht... Ah, die sind echt sehr stabil. Die machen wir quasi nicht so rein, dass sie sich anstoßen, sondern so gegenüber, dass sie sich abstoßen. Hoffentlich klappt es. Dazu müssen wir jetzt hier wieder genau markieren. Mit dem Forstnerbohrer vielleicht vorbohren. Notfalls kann ich auch normalerweise das Teil, was ich jetzt hier reingeschraubt habe, wieder raustun. Das ist zwar mit dem Sekundenkleber jetzt ein bisschen angeklebt, aber so stark hält er nicht. Falls ich jetzt hier, kann ich wahrscheinlich nicht so schön bohren. Das heißt, ich nehme mir das jetzt einfach wieder raus. Ich habe jetzt quasi hier hinten einen großen Magnet reingesetzt. So ein 25er ist auch in der Videobeschreibung verlinkt unter meiner Linksammlung. Und hier habe ich auch einen dran gemacht. Die sind jetzt gegengepolt, dass sich die gegenseitig abstoßen. Jetzt schaut's her, die Schublade geht jetzt quasi nicht rein. Die drückt mit den Magneten immer raus. Jetzt haben wir hier unseren Pinöpel. Der ist hier fest. Und sobald wir unten unseren Pinöpel rausziehen, schaut, was mit der Schublade passiert. Zack, kommt die raus. Und durch das, dass da unten Magneten sind, zieht sich der Pinöpel auch wieder selber rein. Das heißt, wenn wir die Schublade reinmachen, zack, zieht sich das unten automatisch wieder an und ist verriegelt. Und das ist unser geheimer Griff. Ich leime jetzt hier den Deckel noch drauf und dann alles verschleifen. Hier noch mit dem Bündigfräser rundfräsen, einölen und dann sehen wir das fertige Produkt, denke ich mal. Und ich bin schon so gespannt, wie es zum Schluss aussieht. Oh. So Leute, der Tisch ist fertig. Mir gefällt er ziemlich gut. Er ist echt schick geworden. Mir gefällt halt besonders gut das Design, dass der komplett hier so durchstrukturiert ist. Und was sagt ihr zu meinem super geheimen Schubladenmechanismus? Ha? Echt richtig geil. Richtig geil. Und ich bin so froh, dass das hier so alles funktioniert.
super geheim. Und ich würde sagen, heute haben wir unser Halbe verdient. Wow, Explosionsgefahr. Prost, Leute. Ganz wichtig. Schaut euch auch das Video von Grey Element an, von Frank. Das verlinke ich in der Videobeschreibung. Und dann kommt ihr zurück und stimmt ab. Ihr könnt unter meinem oder seinem, am besten unter meinem Video abstimmen, wer jetzt die Challenge gewinnen soll. Hashtag Tabs Workbench heißt ich gewinne. Hashtag Grey Element heißt der liebe Frank gewinnt. Und wir sind uns ja alle darüber einig, dass mein Tisch eindeutig der schönere ist. Okay, ich bin ehrlich, ich habe Franks noch nicht gesehen. Ja, schreibt mir die Kommentare, was ihr davon haltet. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare Hashtag Tabs Workbench, wenn ihr dafür seid, dass ich die Challenge gewinnen soll. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Abo da. Dann bekommt ihr mehrere so coole Projekte. Echt ein richtig geiler Designer-Schreibtisch. Servus, macht es gut, bis zum nächsten Mal.